Yeah, yeah, ey, ey, was sind das denn hier? Gute Laune Beat oder was? Yeah, yeah, yeah. Du hast gute Laune? Kein Ding, ich hol die Schusswaffe und latsch deine Nut im Gang zurück an die Puffstange. Du hast gute Laune? Dann gib mal deine Tablette, nahm ich weiter, denn ich kann leider krass rappen. Du hast gute Laune? Denn du liest ein Bravo-Magazin, meine Gang tritt öfters zu als ein Hardcore-Fahrer-Team. Du hast gute Laune? Wegen dem Gig in der Penner-Kneipe, dabei darf ich öfters auftreten als Männerbeine. Yeah! Und so mach ich dich zum Emulappen, der nur Fake-Scheiße baut, ohne Lego-Waffen. Seine Texte spiegeln sich dann wieder auf. Rapper sind zum Ausknocken, nimmt der Faustknochen oder Mescalin. Er schon harter Marsch wie Fetisch. Schissen, aber findet dann Klang in Mädchenklicken, in denen er sich hocharbeitet zum Fußabtreter und so bleibt sein Dude. Ein alter schwuler Lehrer, der mit ihm die Klingen sauber macht und immer rumdreht. Die Scheiße dann so lange, bis die Klinge stumpf ist, um sich einmal zu fühlen. Macht wieder Lieder, doch endet im Endeffekt jedes Mal mit Bieberbildern an den Wattapeten auf den Shirt und im iPod-Touch. Und endlich sieht er eins, dass er kein Cock hat, will sich das Leben nehmen, hat die Schule stehen sehen. Aber war da so dumm, es kann das nur daneben gehen. Yeah. Du hast schlechte Laune, bitte lass mich damit in Ruhe. Versuch es doch einfach mit einer überkrassen Singstunde. Du hast schlechte Laune und hast abgefuckte Stimmenbänder. Na dann schreibe dumme Texte und werde einfach Pimp-Rapper. Du hast schlechte Laune und eine leere Wortschatzkammer. Dann gib keinen Fick auf alles und werde Fortstadt-Punker. Du hast schlechte Laune und hast Angst vor den Lippenpiercing. Sorry, dann kann ich dir nicht helfen.